Schalömchen. Genau. Schalömchen, meine lieben Liebenden. Unlimited. Und herzlich willkommen zurück zur Koop-Kampagne hier Portal-mäßig unterwegs. Voll gepottelt. Ich habe eine Idee. Tut dir nicht weh. Das kann ich nicht versprechen. Also, meine Portale brauchen wir jetzt. Wir müssen auf jeden Fall beide auf diesem Plateau stehen. Und müssen irgendwie dafür sorgen, dass der Laser halt erst auftrifft, wenn wir das auch wirklich wollen. Nicht wahr? So, die Kugel geht kaputt. Also ich habe halt gedacht, dass wir den Kasten hier irgendwo hinstellen, so dass der Laser theoretisch getroffen wird und bauen dann so Portale hin, die wir da von da oben hin irgendwie anschießen, dass der Laser halt erst auf die Kugel trifft, wenn wir halt auf der mittleren Ebene sind. You know? Nö. Zum Wir müssen Beispiel das, das. wenn wir Würfel müssen wir so oder so hier Zum. hinlegen. Nein. Lass mal den Würfel los. Aber die gerade die falsche Taste gedrückt. Wenn wir den Würfel hier hinstellen, Ja. dann funktioniert der erst, wenn wir auch wirklich an dieser Stelle das Portal öffnen. Weil im Endeffekt müssen wir das rechte Portal, also das linke Portal muss dann stehen bleiben und das rechte Portal muss dann halt deaktiviert bzw. aktiviert werden, damit es funktioniert. Ja. Ja. Und dann? Ja, dann kommt der Laser halt, sobald. Ja, erstmal müssen wir, brauchen wir die Kugel wieder. Aber dann kommt der Laser halt erst hier drauf und fährt dann erst uns nach ganz oben, wenn wir auf der Plattform draufstehen. Ja. Klingt nach einem Plan. Seems legend, right? Was auch immer. Oh ja. Brettel. Fang den Ball, fang den Ball. Der ist in der Ecke, das passt. Jo, aua, du Sackgesicht. Keine Absicht. Sagt er jetzt. Also nicht offiziell. Haha, verdient. You racist bastard. So, das heißt, jetzt stellst du den. Oh, Kugel. Das ist wohl das Ding los. Die gucken wir sich jetzt aber dahin. So, ich brauche jetzt meine Portale, beziehungsweise brauche ich eigentlich nicht. So, damit wir den erstmal los sind. Dann packst du mal bitte den Traktorstrahl hier hin. Wohin? Ja, einmal da oben, wo er entlandet, und dann hier, genau, wo das wo schon gelb hast. Verdammt. So, das heißt, wir müssen jetzt beide, genau, beide da draufstellen, um hochgefahren zu werden. Jetzt beide hier auf die andere Plattform. Bist du schon? Und dann fahren wir Boah. uns hoch. Boah. Ey, die Pause war echt gut. Brain, Alter. Und sagt mir, was ihr seht. Ach, vergesst es. Immer noch matt. Soll ich nochmal Sound ein bisschen leiser machen, ey? Schon wieder. Hallo? Wir haben nun bewiesen, dass Beschimpfungen eine Matschbirne in eine verängstigte Matschbirne verwandeln. Versuchen wir es also mit positiver Bestärkung. Ich gehe stark davon aus, dass die Remontageeinheiten bald wieder defekt sind.
Vielleicht während ihr sie benutzt. Ihr seid ihr doch völlig egal. Natürlich seid ihr mir auch egal. Aber ich versuche wenigstens nicht ständig euch umzubringen. Ich bin ja so gutmütig. So gutmütig. Ich weiß aber nicht, was die unter positive Bestärkung versteht. Ich auch nicht. Aber du musst ja jetzt hinten einmal durch. Wo hinten durch? Was bewirkt dieser Knopf eigentlich? Die Blöcke da runter gehen. Ja, da musst du mir aber was mit die Tür hier aufmachen. Welche Tür? Na, die Tür hier vor mir. Das ist gar keine Tür. Das ist ein Portal. Und wie soll ich dann da hinkommen? Da reinkommen? Ja. Gute Frage, nächste Frage. Wir müssen erstmal die Gegend analysieren. Ne, pass mal an. Analysieren? Hihi, du hast einmal gesagt. Warte mal. Schweinebraten? Mach doch hier dahin. Dein zweites Portal, dann kommst du auf der anderen Gegenseite wieder raus. Was? Drehtür. Da ja, unten. Das ist eine weiße Fläche. Ja, was bringt mir das, wenn ich an der Drehtür wieder rauskomme? Dann stehst du hinter der Drehtür. Ach so. Ja. Ja. Recht. Mal gucken, ob es klappt. Nee, geht nicht. Das Portal ist hier zu. Das heißt, ich kann das nicht benutzen, wenn es nicht aktiviert ist, die Tür. Und wenn sie aktiviert ist, dann komme ich ja nur wieder oben raus. Deswegen bringt mir das auch relativ wenig. Hi, German Fairplay. Shalom. Schön, dass wir da sind. Feuer. Okay, so weit wollte ich gar nicht schießen. Genau, schieß mal das Blaue. Dann geht das nicht weiter runter. Das war eigentlich mein Plan, aber irgendwie. Nö. Wenn du dahin schießt, da ein Portal öffnest. Achso. Ach, falsch. Nö. Scheiße. Scheiße, wie die Scheiße hier. Wie geht denn das? Da geht's auch nur nach oben. Das ist zweite. Das Schalterchen bringt mir auch erst was, wenn ich drin bin. Beziehungsweise wenn einer von uns drin ist. Aber dafür muss ich, obwohl das bringt ja auch nichts, weil hier zum Beispiel das orangene Zeug, was hier ist, das ging durch das Gitter durch. Also kann man hier das Zeug auch gar nicht verbreiten. Weil dahinter ist eh nichts, sehe ich gerade. Nö. Aber wozu ist dann das Portal? Ich meine, es bringt ja auch nichts, wenn wir hier irgendwie Tinte, ich wollte gerade Tinten sagen, auf dem Weg hier verteilen, weil da oben ist ja alles zugeglast. Und uns selber mit diesem erschrieben Plattform da oben drüber kicken, geht glaube ich auch nicht, weil wir ja nirgendwo haben, wo wir reinfallen können, ne? Right. Vorsicht.
Ja, das klappt auch nicht wirklich. Aua. Schacknasche. Das ist nicht rein. Gerade hast du angefangen und jetzt schon überfordert. Das Portal verschwindet sofort wieder, sobald sich das Ding wieder dreht, oder? Ja. Macht die Scheiße ja voll keinen Sinn. Man muss halt drauf stehen bleiben, damit das Portal was bringt. Aber was bringt dort schon ein Jump-Dingsy? Übrigens, German Failplay, deine Nachricht ist leer angekommen, falls du irgendwas geschickt hast. Das ist nicht im Chat. War bestimmt eine Schweinerei. Sowas wollen wir hier nicht. Obwohl, ich weiß. Ich will nicht weh. Was? Mach du mal bitte. Nee, das ist Quatsch. Doch, mach du mal bitte da oben auf die Schräge hier ein Portal für dich rauf. Dann. Wait for it. So, dann schmieren wir das hier mit Speed Gale ein. Und dann rennst du drauf zu. Und also machst jetzt da auf die Tür dein eigenes Portal, rennst drauf zu und dann müsstest du von der Schräge rüber geschleudert werden. Tatsächlich! Bam! Jetzt kann ich dir nämlich das Ding hier runterfahren. Was bringt der denn auf dein eigentlich vor? Aber dann kannst du das Ding rausmachen. Okay, das heißt, wenn du das Ding deaktivierst so lange, dann könnte ich doch dort. Kannst du auch hier rüberkommen, ja. Nee, nicht rüberkommen, weil ich kann da nicht gleichzeitig auf dem Knopf stehen bleiben und das Tor aktivieren. Du kannst hier oben an der Schräge ein Portal machen und bei dir irgendwo. Ach so, meinst du das? Ja, aber was bringt das, wenn wir beide da sind? Das finden wir danach raus. Ich meine, warte mal. Kap halten. Ideechen. Verdammt. Stehen wir nicht mal bitte auf die Taste. Mich ich da jetzt gerade mit Blau voll? Nö. So. Jetzt über dir müsste blaues Zeug rüberfliegen. Das heißt eigentlich, du müsstest da gleich. Ich sehe das ja gerade bei mir selber. Nee, das ist zu hoch. Warte mal, komm mal wieder hier rein. Jetzt hab ich nämlich meine Idee. Mal. So, so, ich bin da drin. Da mal was ran. Und an das Blaue dann. Können wir hier unten alles voll kleistern? Müsste eigentlich. Komm jetzt! Scheiße. Ah, dazu muss ich erstmal den Stein wegkriegen, also wegmachen. Und dazu muss ich da oben wieder hochkommen. Ich wollte eigentlich da alles voll kleistern. Das wäre dann von oben. Wenn wir dann da oben sind, da so, tschap, boing. Weißt du? Du brauchst keinen Sprung beim Blauen, du kannst auch so rüberspringen. Aber die Schwierigkeit ist ja nicht, das hier hinzukriegen, sondern das vor den nächsten Stein zu kriegen, weil ich den dann nicht. Also den kann ich zwar runterfahren für dich, aber muss da trotzdem oben hochkommen.
Das heißt, ich muss aber jetzt irgendwie zum Knopf kommen. Das heißt, du musst mir jetzt ein Portal machen. Damit ich hier den... Nee, das macht aber auch keinen Sinn. Doch, mach mir mal bitte hier... Ich stelle mich auf den Knopf hier rauf. Mach mal bitte unten und... Also, da unten irgendwo. Und da oben ein Portal hin. Ja, du musst dich auch auf den Knopf stellen, richtig. So, sorry. So, dann stell du dich jetzt auf den Knopf rauf. So. So, nice. Okay. Jetzt. Hä? Ach so. Hochbleiben erstmal, denke ich mal. Ne, der zerstört sich automatisch wieder, oder drückst du die ganze Zeit wieder auf den Knopf? Nee. Ich habe einmal gedrückt. Jetzt bleibt er ganz. Jetzt brauchst du nur den Laser. Stimmt, ich brauche einen Laser. Wo kommt der jetzt eigentlich? Wo ist eigentlich der Laser? Ach, da oben. Ja. Wie kommen wir jetzt rein? Nee, das ist Unsinn. Scheiße, warte. Alter! So. Ne, da kommt nicht hoch. Da komm ich nicht hoch. So. Scheiße. Bin ganz raus. Fail. Was für den Würfel jetzt? Der liegt einfach neben dem Knopf. Warte. Bin ich mal gesprungen, plötzlich werde ich weggeschossen. Ich frage mich, warum der den manchmal aufnimmt und manchmal einfach dran vorbei rennt. I don't know. Also ich denke mal, wir brauchen dort. Auf dieser Fläche eine Öffnung, Portalöffnung. Ja, für den blauen Springbob. Nee, wo man selber rauskommt und dann auf der anderen Seite, dort ist ja schon blaues Zeug und dann springt man automatisch dann rechts wieder zurück. Man automatisch wie so ein Flummi zurückgeschossen. Endlich los. So, noch gucken. Wie du jetzt mit oder wie man da jetzt mit Schwung dort ein Portal macht und da reinkommt. Schwing dich doch jetzt erstmal ins Portal rein. Ja, wenn das blaue Zeug zwischendurch nicht wäre. Da. Wir müssen auch eh den Würfel da drüben hinkriegen, oder nicht? Ja. Dann stell ich mal das, macht ja, dann komm ich das macht ja der gleich da hochspringt. Ja, lass mal erstmal den Würfel rüber da tragen, dann haben wir das erstmal hinter uns. Ja, dann musst du sowieso rüberkommen erstmal. Jetzt sag ich den gerade die ganze Zeit.
Nee, warte, Quatsch, das ist Unsinn. Der Würfel muss da bleiben, wo er ist. Wieso das denn? Weil wir die Sprinttour hier nutzen müssen, um den Schwung zu haben und um uns da oben raus zu katapultieren, weil wir sonst kein. Wir haben ja sonst nirgends so eine Möglichkeit, Geschwindigkeit aufzubauen. Ja, nu? Das heißt jetzt. Ja, komm du erstmal hier rein. Dann packst du dort oben Portal hin. Warte mal, auf den Knopf stellen. So. Jetzt stelle ich mich rauf. Gehst du da oben hin? Wo oben? Ja, da, die Portale, die ich dir gerade genommen habe. Gehst einfach zurück, da wo der Ball ist. Willst du mich verarschen, hier wollte ich doch gerade erst. Ja, ich weiß, aber wir brauchen dein Portal hier drin, dass du dich da rein teleportieren kannst. So, jetzt komme ich dir nach. Und jetzt nimmst du den Stein, den Würfel. Und machst dir das zweite Portal in die Tür rein und sprintest voll drauf los. Das Gelbe muss aber bleiben, ne? Nein, das andere muss bleiben. Sag ich fünfmal, der Würfel müssen drüber. Nö, nö, nö. Du musst mit dem Schwung dieses Sprungs mit dem Würfel da hoch. Deswegen muss der Würfel auf dieser Seite sein, weil du auf dieser Seite den Schwung hast und nicht auf der anderen Seite. Habe ich dir doch gerade eben gesagt. Was ist der Würfel hier jetzt? So, jetzt haben wir schon mal den Laser auf der richtigen Seite. Jetzt nur noch irgendwie. Kann ich wieder rauskommen, ne? Ich schätze, ich weiß es nicht, warte. Sicher ist sicher. Ja, kannst rauskommen. Mit oder ohne Würfel? Ohne Würfel, der soll da bleiben. WB Master, ja, wir haben es geschafft. Der Nintendo Stream war jetzt nicht so spannend, deswegen habe ich dabei ein bisschen überlegt. Und ja. Kannst du es ruhig sagen, wie es war? Nintendo Stream war scheiße. Relativ. Im Großen und Ganzen. Ja, mit zwei Ausnahmen vielleicht. Yay! War eine größere Enttäuschung als der EA. Ich finde, die haben halt extrem wenig gezeigt. Ja, vom Spiel. eigentlich, vor allem zu Super Smash Bros. Haben die eigentlich, außer dem neuen Charakter, ganz am Ende, sie setzt uns ganz schön zu. Nur den Kram gezeigt, den sie vorher auch schon immer gezeigt haben in ihren Streams. Ich wollte euch ursprünglich mit weiteren Tests abhärten, aber wir müssen uns auf ein beschleunigtes Verfahren einlassen. Hiermit erkläre ich euch zu Tötungsmaschinen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Er ist einfach nicht drin. Der Raum mit dem Prototypgehäuse liegt gleich hinter dieser Kammer. Ja, wie haben wir das gemacht? Wir haben uns einfach auf die Plattform gestellt, so wie ich das halt alleine vorher auch gemacht habe. Und dann haben wir den Laser durch zwei Portale gelenkt, wodurch der Laser dann erst aktiviert wurde, als wir beide auf den Plattformen standen.
dich mal flecken, Zwerge! Geilo. Ups, gut. Feuer! Putz spritzt mich voll. Ja, wie ist das Nintendo-Spiel noch gleich? Wir üben schon mal. Genau. Ja, GTA für Next Gen und PC ist natürlich. Ich glaube, da wirst du niemanden finden, der was Negatives dazu sagt. Das passt nicht. Mach du mal da vorne ein Portal hin. Das Loch? Das links oder rechts? So scheißegal. Hauptsache Mitte wird voll gewichst. Oh, Entschuldigung. Da wo jetzt die Flecken hinkommen, da machst du das zweite hin. Das ist Boden, hier kann ich kein Portal machen. Biomist. Boing. Master, es gibt GTA 5 für Xbox One, PlayStation 4 und PC, beziehungsweise es wurde angekündigt, sagen wir es mal so. Oktober diesen Jahres. Genau, und das meinten wir mit GTA für Next Gen. Ich weiß nicht mal, wie man in diesen dämlichen Kasten hier reinkommen soll. Ich auch nicht. Aber ich vermute mal, da gibt es irgendwo einen Knopf. Es gibt einen Knopf, aber der dreht nur den die Fläche da unter um, dass man da Portale machen kann. Jo. Kotz dich ruhig aus. I don't know. Irgendwie müssen wir das Zeug rauskriegen. Hier vorne, das, weil hier gibt es so viele Sachen, wo man hochspringen muss mit dem Zeug. Ich kann hier ein Portal setzen und da oben ein Portal setzen, aber ich habe keine Ahnung, wie uns das weiterbringen soll. Super. Kann man doch bestimmt irgendwo die Wichse hinleiten. Ja, muss man ja, aber wie? Weil, du hast eben selber gesehen, da wo der Kram gelandet ist, hat man kein Portal. Ja. Oh, ich hab mich schießen. Ich bin blau, ich bin Schlumpf. Schlumpf, ein Wichser. Und irgendwie schief machen kann man das auch nicht, ne? Nee, man kann das nur so, wie es reinkommt, rausgehen lassen. Klingt auch ein bisschen versaut. Alles klingt versaut. Drück mal am Knopf. Und dann? Ja. Mal weiter. Ich wichse gerade alles voll. Ach so. Ja, klar. Wenn du das. Ja, macht Sinn. Sag Stopp, wenn du es nicht mehr brauchst, ne? Ja, aber ich geht nicht. Kannst du selber sehen. So. Wie kommen wir da jetzt rein? Ja, auf dieselbe Art wie sonst auch. Portal, tada. Aber hier drin kann man gar nichts machen. Obwohl.
Mach mir nochmal die Wix-Stelle hier frei. Irgendwo. Wer bist? Hui. Ich brauche Wichse. Was meinst du mit Wichsstelle freimachen? Ja, ich brauche hier eine Wichsfontäne. Ach so. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal! Schweinebraten? Ich glaube, da muss ich dir helfen. Ja, ich komme da sonst nicht rein. Das hast du mir gerade hier. Dings. Ja. Warum? Nee, du musst hier das eine Loch machen. Logisch. Theoretisch schon, ja. Spät. Ach, verdammt. Wieso mach doch hier das eine? Im nächsten Raum da drüben, wo du das haben willst, das nächste. Dann mache ich drüben denn die zwei Portale. Ich muss aber in dieses Raum hier. Ich muss aber in diesen Raum hier reinkommen und muss dann dort oben das Portal machen, wo die Wichse rauskommen muss, damit die Wichse hier auf den Boden fällt. Ja, mach doch hier erstmal ein Portal, ich zeig dir, was ich meine. Ich meine. Das gleiche kann ich auch machen. Und wer drückt jetzt hier den Knopf? Oh. Denke, 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 denke. Hey, nicht springen, du Arsch. Hör auf. Du kannst auch Strong drücken, dann springt er nicht mehr. Ich komm da nicht in das zweite Dings da rein. Obwohl, wenn du deine... Du kannst doch jetzt mit meinen Portalen, konntest du doch gerade hier in den Raum wechseln. Wenn du dann deine Portale, dein Portal hier auf den... Also, geh mal hier in den Raum rein. Den da, oder was? Wo du jetzt vorstehst. Ja, mit meinem Portal. Dann drückst du hier auf den Boden ein, Leckerlien. Geht nicht. Auf die Wand meine ich natürlich. Und springst dann hoch und drückst dann oben an die Wand auch noch so ein Leckerlien. Durch das Loch. Und dann springst du wieder zurück durch mein Portal und drückst auf den Knopf. Und der spritzt natürlich nicht bis nach da. Okay, da fehlt ein Zentimeter, soweit kann er nicht spritzen. Aber was bringt mir dieses Portal? Was bringt mir das, dass ich da in diesen Raum rein kann? Wenn der nicht drüber spritzt. Dann liegt es einfach daran, dass ich. Geh nochmal wieder zurück. Vielleicht war es einem nicht hoch genug. Trotz. What did you just do? Siehst du, was ich gemacht habe? Weil jetzt tropfelt das nämlich schön brav oben runter. Ach so, ja. Genau. Klar, meins einfach beschreiben, ja, natürlich. Und dann mache ich das nämlich so. Spritzt das hier auch ran. Für dich kann ich wieder kommen. Was bewirkt die Taste jetzt? Ach, schaltet das Ding aus, okay. Komm wieder rüber, ne?
kann ich ja. Wieso, du kannst doch deine Portale wieder umsetzen, brauchen wir doch nicht mehr. Weil die werden ja so, würden sowieso verschwinden. Nee, kann ich nicht. Doch, so. Durch das Loch. So wie du das erste Mal auch reingekommen bist. Boy. Langsam ist hier aber, ne? Nein, ich dachte eben, weil ich das Rote noch oben hatte und da das Gitter vor war, bin ich da nicht durchgekommen. You know what I mean? Ich know gar nichts. Ja, was verschwindet jetzt hier? Die Barriere hier vorne. Das. Ach, die. Keine Ahnung. Aber leider auch nur die eine. Und das bringt aber relativ wenig, weil wir hier den Glibber brauchen, denke ich mal. Bis hier ging das ja noch, aber. Kommen die hier eigentlich irgendwo gegenstoßen? Unten gegenstoßen? Würde ich sagen. Das war ja meine Idee, dass wir hier Glibber drauf machen, damit wir von unten dagegen stoßen, um das Ding da freizurütteln. Frage ist nur, wie wir das umsetzen, weil wir kein grünes Zeug haben. Grün? Blau. Ist ja auch farbenblöd. Immer. Obwohl. Nee. Bis hier, bis zu diesem Punkt kannst du es ja auch mit zwei Portalen theoretisch schaffen. Also dann, bis hier kann man ja meine Portale löschen. Aber ich kann ja schlecht um die Ecke hier Portale machen, weil das Ding hier geht ja weg, sobald ich den... Oder guck mal, ob die Barriere da unten auch weggeht, wenn ich hier auf den Knopf gehe. Nee. Die bleibt. Aber es muss doch irgendwas mit diesem Knopf auf sich haben, das was bringt. Ja, da können wir dann den Stein durchschieben. Oder wenn der Knopf ist, dann können wir den Stein hier rüberholen. Er bringt es ja nicht. Denke ich mal. Mutig. Ja, ist natürlich eine Möglichkeit. Dass nichts, nicht wirklich was bringt. I don't know where everybody is. Drück mal bitte den Knopf. Ich drücke den Knopf. Ich habe den Knopf gedrückt. Moment, ich bin gerade hängen geblieben. Na, da komme ich aber nicht weit genug mit dem Schwung. Vielleicht aber dort. War ein Fehlsprung. Obwohl, ich kann ja auch von hier springen. Ah, ne, kann ich gar nicht, weil das keine Portallöcher sind. Ne, passt aber auch nicht. Ja, das ist echt heavy, das Ding. Genau. Das heißt Nukula. Aber da oben drin kann man noch nichts anderes machen, als da ein Loch reinzuschießen. Richtig.
hier kann man nichts anderes machen, als das Ding da umzudrehen und da ein Loch reinzuschießen. Hier und da ein Loch reinschießen? Ja, genau. Ja, da halt in den Boden ein Loch reinschießen. Aber es bringt ja im Endeffekt auch nicht viel, wenn man dann nichts hat, wo man mit Schwung reinballern, reinspringen kann. Oder wenn du... Magst du mal den Knopf aktivieren? Mach erstmal bitte kurz meine Idee hier. Mach mal da, wo ich ein lila Portal habe, dein Portal rein. Welches? Also du machst hier ein Portal von dir rein und springst dann, also hier machst mit dem blauen halt Anlauf und springst dann in dein gelbes Portal rein mit Schwung. Vielleicht reicht der Schwung, um da oben gegen zu ballern. Ups, Sprung vergessen. Gar nichts. Dann weiß ich aber nicht, wie man an dieses scheiß Ding rankommen soll. Und wofür dieses dämliche Teil hier ist. Außer es gibt vielleicht einen Laser, dass man den Laser umlenkt. Was sollte ich jetzt mit dem... Aktivieren wir mal kurz den Knopf. Mach ich. Schön draufstehen bleiben. Gleiche Prinzip eigentlich, nur mit anderen Dingen hier. Das habe ich eben schon probiert. Ach so. Blöd. Immer noch drauf stehen bleiben? Na, mittlerweile ist auch egal. Laser umleiten ist eigentlich auch Schwachsinn, geht ja nicht, weil wir können ja den Laser nicht in ein Loch schießen lassen. Wir haben auch nicht zum Umleiten, also kein Stein zum Umleiten. Ja. Da hinten sind wir eigentlich soweit durch. Da umgegen zu springen hat überhaupt nichts geändert. Wenn ich mich nicht irre. Das Einzige, was halt gehen könnte... Obwohl, nee, das ist ein Gitter. Ich habe gerade gedacht, dass man irgendwie versucht, da Glibber aufs Gitter zu schmieren, dass der Würfel irgendwie rausspringt oben. Auch kein Wert. Kein Sinn. Ja, der Glibber bleibt ja sowieso nicht am Gitter hängen. Da geht das ja durch, das Zeug. Keine Ahnung. Irgendwelche schlauen Zuschauer dabei? Ich vermute nicht. Nö, die unterhalten sich über die Konsole, beziehungsweise also über die GTA-Version. Yay! Wozu haben wir eigentlich den Stream? Ich weiß es nicht. Lol. Auch immer Filme an und lese dann irgendeine Zeitung. Warte, mit dem blauen Zeug kann ich jetzt hier über die Barriere drüber springen. Also ist eine Barriere schon mal weniger, die wir beachten müssen. Jetzt muss das nur was bringen. Lass mir überlegen. Keine Ahnung. Brauchen eigentlich in dem anderen Raum brauchen wir doch noch Glibber oder nicht? In welchem anderen Raum? Ja, da drüben. Der Fahrstuhl ist und der Laser und so. Wahrscheinlich, ja. Aber da Glibber hinbekommen, das dauert glaube ich noch eine Weile.
Also ich habe jetzt, wir sind jetzt hier im Glibberraum. Wie haben wir das denn vorhin gemacht, dass wir den Glibber da hinten in die Ecke bekommen haben? So ähnlich weit brauchen wir das jetzt nochmal. Ja, du hast hier den Weg dahin gebahnt. Mehr oder weniger. Oder wo wolltest du jetzt den Glibber hinhaben? Wieder den gleichen Weg, wie wir da, das hier hinten in die, da hinten in die Ecke bekommen haben. Das heißt, wo die Sache, wo du halt das Portal einfach direkt von hier, von dem kleinen Raum da hinten in die Ecke gemacht hast, von oben, von der Decke tropfen lassen hast. Wie bist du wieder rausgekommen? Durch mein eigenes Portal gegangen. Wieso? Weil ich vergessen habe, wie wir das gebaut haben. Kannst du ja durch Mainz gehen? Mainz? Und jetzt schießt du da oben rechts in ein Loch rein. Durchs Loch meine ich. Genau, und jetzt gehst du da raus, machst da, wo das raustropfelt, ein Loch rein, springst dann rechts mit dem blauen Zeug über die Barriere in das kleine Häuschen, gehst auf den Knopf und über das durch das Loch schießt du da unten drauf. Genau so meinte ich das nämlich vorhin. Genau so habe ich das doch gemeint. Bin ich gut. Ja. Das Ding springt jetzt auf das Ding die ganze Zeit durch die Gegend. Halt, ja. Stopp, bleibst du hier. Jetzt musst du wieder rüberkommen. Ja, das Portal ist aber zu. Ey, wo ist er hin? Springt er immer noch. Der jumpt da in der Gegend rum. Der macht hier mal alles kaputt. Dann soll er doch. Komm hier, komm hier. Toll. Nicht durch das Ding durchgehen. Ja, ich weiß. Du musst den Knopf vorher drücken. Hast du schon gedrückt? Jetzt. Ich glaube, wir müssen den vorher desinfizieren mit dem Laser. Ja. Aber desinfizieren, der ist gut. Der bleibt nicht stehen. Hey! Hoch. Warte mal, ich mach dir da mal so ein. Nimm mal meins, weil dann kann. So, weil dann kannst du mich da hoch drüber springen. Oder, warte mal. Ich mach dir das hier weiter vorne hin. Ja, ich komme ja nicht bis ganz rüber. Und das, dann bringt das nichts. Wir müssen ja erstmal in den rechten Raum. Mit dem Schwung müsste das doch bestimmt. Vielleicht gibt es da oben irgendwie einen Schalter. Was für einen rechten Raum eigentlich? Da oben rechts. Ja, da hab ich. Da oben rechts, da schicke ich dich doch gerade hin. Ach so. Ganz oben links in die Wand habe ich ein Loch für dich gemacht. Hab schon gedrückt. Das ist das Wasser, ne? Glibber. Portal Glibber. Aber ich kann dir den Stein noch nicht da durchschicken, oder? Durch die Barriere. Selbst wenn, bringt mir das nichts. Weil ich kann. Doch, dann können wir den Stein abwaschen mit dem Wasser. Ach so. Ich gucke einfach mal, ob er das aushält. Oh ne, ich komme gar nicht so hoch. Nicht dadurch. Okay, scheiße. Der kommt jetzt immer schon so voll geklippert raus. Ja. Es hängt an der Decke rum. So, hab ihn. Warte. Mach du jetzt mal deine beiden Portale? Welche beiden? Die finden von eben? Ja, zum Springen, damit ich wieder rüberkomme. Take that one.
Ich muss halt erst da rauf, aber ich muss auch irgendwie den Würfel rüberkriegen. Und du kannst halt nicht durch die Barriere mit dem Würfel. Warte mal. Ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Mach mal das Ding runter. Genau. So, wieder hoch. Omf, omf, omf. Man muss das Ding auch wieder hoch machen. Geronimo! Passt nicht. Das hat, ging doch eben auch. Genau ja. So haben wir das gerade eben auch gemacht. Gehen wir mal den Tank her. Boah, richtig hoch. Sorry, geh mal dein oberes Portal da. Das obere Portal direkt nach links. Das Feld oder so. Also wird auch wieder nicht. Immer diese extra Würste. Take the Tang! Ich take the Tang, ja. Das zweite Portal passt nicht, oder das blaue, ne? Korrigier das mal, dass ich direkt reinspringen kann. Vielleicht stört das irgendwie. Take it! Ja, der macht immer biup biup biup, nimmt's aber nicht. Tick. Aber was willst du eigentlich da oben drin? Du hast ja den Ball dann trotzdem nicht bei dir. Mangiare, mangiare, warte mal. Wieso klappt das jetzt nicht? Du bist so fett geworden. Spring doch selber, du Arschkopf. Ja, dann nimm das Ding hier. Ja, dann müssen wir erstmal die Portale korrigieren, ne? Wieso ist doch scheißegal, wer wessen Portale hat. Nein, weil das gelbe Portal, wo ich jetzt hier zu Anfang durchgehe, würde ich mir dann da oben reinmachen und wenn du deinen Würfel. Quatsch, würde ich dann das rote wegmachen. Und das rote oben reinsetzen, dann kannst du den Würfel einfach oben rot durchschmeißen. Aber wenn du durch dieses Tor gehst, sind alle Portale weg. Das heißt, auch das, was hier bereits da ist, ist dann weg. Grondel Amerikak! Nimm mal den Würfel. Ja, ist gut. Meiner. Runter. Fahrstuhl bitte. Mein Schatz. Petri ist gefliegt. Ich sag, du bist zu fett. Weil bloß der fette Mensch. So. Warte, hä? Oh. Dusch mal den Ball ab. Ja, muss ich nur einen Knopf stellen. Komm hier. Tada! Passt. Voll Pro-mäßig und so. Licht das Ding. Stell den Ball doch einfach jetzt in den Schalter ja, rein. Ja, ich war vor. Ja, war. Ne, hast du gar nicht. Du lügst doch. Jetzt müssen wir nur noch reinkommen in das Ding. Das gleiche mit dem Sprung nur. Weißt du? Ja. Aber ich will die Fahrstuhl aber nicht mehr runter. Richtig, wir brauchen den Stein, ja. Lass mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Hoch. Doch, das funktioniert. Ich weiß nur genau wie. Doch, ich weiß wie. Was jetzt? Ach so, hoch. Ja, hoch. Boah, nicht der Typ, Mann. Scheiß Pauli-Ball.
So, ich bin drüben. Alles klar, Herr Kommissar. Und jetzt? Du hast doch eben gesagt, du weißt, wie es funktioniert. Ja, sobald ich oben bin. Ja, dann stell dich einfach damit. Also bitte so ein, so schwer. Mal ganz im Ernst. Warte mal. Hopp. Petri ist gefliegt. Bin zu fett. Nein, du hast vergessen, dass du den dann noch hochfahren lassen musst. Und dass der Stein dann noch irgendwie nicht hier auf den Schalter zurück muss. Warte. Du nimmst jetzt. Nee, mach. Mach du mal die Portale von mir selber. Lass mich mal machen. Was? Petri ist gefliegt. Genau, so wollte ich das mal. So meine ich das auch gerade. Ja. Weil das wollte ich nämlich eben gemacht haben. Ja. Sie hat das Licht ausgemacht. Nachtsicht aktivieren. Oh mein Gott, das Licht ist aus. Versterben alle. Ein Gegner. Oh, das war's. Hör auf, mir die Portale in den Arsch zu schieben. Das habe ich dir schon mal gesagt. Nie so hoch. Banzai! Kamikaze! Kamikaze. Falsches Spiel. Oh. Warte mal, hier können wir ein Portal hinpacken. Da oben auch. Warte mal. Schweinebraten. Was schauen wir drückt? Ich bin nur am Drücken. Da fahren wir dann rum. Was müssen wir hier? Gehen wir aus dem Weg. Gibt's nicht eine weiße Fläche, wo wir reinspringen können wieder? Ja, hier unten haben wir jetzt wieder die weiße Fläche, wo wir reinspringen können. Dann pack ich. Warte mal, deine Portale sind noch richtig. Am besten nichts dran ändern. Sie wollen kippen. Ja, Master, du bist jetzt der Einzige im Shit. Das ist richtig. Der Master Chief! Der Master Chief, dessen Collection ich mir noch holen muss. So, und jetzt können wir aber da runterspringen und werden dann drüber gekickt. Wenn wir dann das Loch treffen. Oh. Steigern wir die Moral und geben unserer Elite-Truppe hier einen Codenamen. Benennen Sie doch nach eurer Spezialität. Die ständig in Säure fallende Spezialeinheit. Damit ist die Motivationsansprache beendet. Schnappt sie euch. Das war's wohl. Endboss! Whoop. Das wäre ihr Preis gewesen. Falsches Spiel. Ein bisschen falsch, ja. Alter, mein Fuß ist eingepennt. Ja, bitte. Plötzlich ist das so extrem leise. Lauft, habt Angst. Das war die ganze Zeit ein blöder Vogel, der auf die Tastatur rumgedrückt hat, ey. Ja. Naja, also nicht das, was mit uns gesprochen hat, aber es hat halt für alle Probleme gesorgt. Okay, Mike, ich nenne dich Master. Andersrum. Hier, heißt genau wie mein Python. Und wie mein kleiner Bruder. Was für ein Bruder. Klonarmee? Oh mein Gott! Star Wars? Warte, ich weiß was Besseres. Wir brüten die aus und lassen die für uns kämpfen. Machen sie ja wirklich. Zumpf. Das
fette, hässliche Schnäbel. Großschnabel. Ich bin der Meinung, in der Solo-Kampagne musste man gegen sie, diese Maschine da kämpfen. Weil das ist nämlich die Mother Brain. Okay. Tötungsmaschinen. Vögel. Ja, die sehen auch richtig angsteinflößend aus. Ich habe schon Pipi in Hose. Oh, das ist das, was hier so riecht. Ja, das ist, nennt sich nämlich jetzt Geruchs-Skype. So. Butz, ihr Fortschrittspartner. Mhm. Aber eigentlich ist das, sieht das jetzt schon nach extrem nach Ende aus, weil vorher gab es nie solche Videosequenzen und Cutscenes und sowas. Das ist wieder ein Anfangsraum hier. Ja, wir haben... Das ist das Sprungding. Erstmal drankommen. Da, kann ich. Ja, ich sehe es. Voll daneben getippt, da ist es. Eins, zwei. Da oben ist drei. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Oder waren wir da schon? Wir haben doch eben drei gemacht, oder? Nee, das ist drei ist leer. Drei ist leer? Wieso ist drei leer? Achso, so ist leer. Ja. Das ist ja oben, zwei Striche halt immer über jedem Kapitel. Bei 1 und 2 zumindest, aber bei 3 ist nichts. Aber irgendwie müssen wir da hinkommen erstmal. Stipp leise. Kommen wir hier durch wieder? Vorhin sind wir in die eine Richtung gegangen. Ich glaube ich noch eine zweite Richtung. Nö. Ich muss einfach durch mein Portal gehen. Portal, oh, du hast mal schon wieder weggemacht. Ja, sicher. Ja, wie komme ich jetzt wieder zurück, du Pfosten? Sterben! Wie kann man hier versagen? Es ist nicht mal ein Test. Ja, echt, Mombots, wie kannst du nur hier versagen? Halt bloß der Stress, Mann! Ich will immer sprinten. Will ich ja allerdings auch immer. Sprr! Ich dachte echt, wir sind jetzt schon durch. Allein schon wegen der Cutscene am Ende. Oh, warte mal. So. Hat ja gar nichts, ey. Gut, haben wir auch ein Kapitel übersprungen und sind gleich zum Ende gerutscht. Ja, es war ja schon nach 1 bis 3 gedingst. Nummeriert. Ja, ich meine, das ist eben so ein extra Ding war oder so. Keine Ahnung. Man munkelt. Übrigens schmiert mein Browser gerade total ab. Ich kann die Tabs nicht mehr wechseln. Und dann aufgegeben. Wie so oft schaffen sie etwas Wundervolles und lassen es dann fallen. Wisst ihr, warum sie diese Strecke aufgaben? So tödlich. So tödlich, wie du redest. Mein Spiegel. Tegler. Ja, manchmal ist das wohl richtig. Dann kommen wir jetzt da hoch? Ja. Ach, warte, ich weiß. Ja, kommst du einfach hier nach. An, ja. Genau. Danke. Das war ja einfach. Oh, viel so einfach war das. Ja, das hat doch jetzt wirklich nicht lange gedauert, das rauszufinden. Wie war das?
Das war schlau. Du löscht, wenn du den Sprungdings benutzt, sowieso alles, was du machst. Versuch jetzt noch zu springen. Der fliegt nur geradeaus. Richtung auch nicht großartig bestimmen. Was halt. Warte mal, gib. Nee. Doch nicht. Ich dachte, man könnte vielleicht hier, wenn man dann hier drin landet, ein Portal machen und dass man da oben rausspringt oder sowas. Eben noch gefreut, wie einfach das war, und jetzt. Wo ist dein Portal-Dings eh zu hoch? Das zweite. Das zweite, wieso? Dann gucken wir, wo der Knopf ist. Wo du das gesetzt hast. Ja, wir müssen da erstmal dahin kommen. In der Tat. Ich hab grad gedacht, man kann ja da oben ein Portal. Das durch die Dingsbums, aber sobald man das betritt, ist er sofort wieder weg. Das heißt, es ist ein One-Way-Portal, das heißt, man kracht sowieso dagegen. Bam, ja. So, ja, dann springe ich da jetzt mal rauf, bitte. Oder ouch, bis ich drauf. Au. Ja, spring doch mal eben auf. So, jetzt. Kannst du hier links? Kannst du mal ein Portal hinsetzen? Was? Hier. Das zweite dann dahin. So. Hast du geblickt? Ja, hab doch schon gemacht. Hast du schon gedrückt? Ist doch schon alles fertig. Ja. Wo der Stein kommt? Irgendwo? Oder ein Ball? Was auch immer. So, da bin ich auch wieder. Gerade ein bisschen am Niesen. Hier Niesflash gehabt. Also, wo soll dabei jetzt rein? Niesflash. Wir haben doch gar nichts. Kannst du mir den hochreichen? Geht das so weit? Hochreichen, hochschmeißen, Vollpfosten. Jetzt war er doch kurz oben. Vor allem, wenn er ganz nach oben kommt, wird er kaputt gemacht. Wie soll ich die? Ja, der kommt doch sowieso dann neu, wenn. Kannst ja jederzeit den Knopf neu drücken. Nein, kann ich nicht. Nein. Versuch einfach den. Ah ne, du kommst ja gar nicht mehr drauf, ne? Nein.